Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play GTA 5. Ich hier wieder ganz alleine und werde direkt am Anfang angerufen von Simeon. Gehen wir gleich mal ran. Market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Okay, wir haben gerade einen Anruf bekommen, dass wir mal vorbeikommen sollen. Markieren wir uns mal auf der Karte. Und fahren da direkt mal hin. Dass wir direkt mit der ersten Mission starten können. So. Mal gucken, was Simeon da für uns so bereit hat, was wir da machen sollen. Ob wir da ein Auto holen sollen, also klauen sollen oder was auch immer. Oh, geile Karre. Na, guck mal, was hat Simeon denn für uns? Gehen wir mal rein. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Okay, wir werden hier gerade dazu, ja, überredet. Unsere Aufgabe ist es, ein... Ich habe es gar nicht richtig geguckt. Also, etwas... ein Fahrzeug zurückzuholen. Ja, okay. Unser Freund Simeon, der hat sich danach erkundigt, ob er in der Gang ist. Was ein bisschen blöd ist, weil wenn er in der Gang sein sollte, dann könnten wir Probleme kriegen. Aber richtige, dicke Probleme. Weil dann die Gang auftauchen könnte und wir dann Probleme hätten vielleicht. Hoffen wir mal das Beste. Okay, wir sind gleich da. Ui. Ui, ui, ui. Das ist bis an diese
auf diesen kleinen gelben Kreis drauf machen? Ganz ehrlich, ist mir doch scheißegal. Okay. Drüber klettern. Okay, da oben ist ein Heli. Was auch immer dieser Heli macht. Da ist ein betrunkener Arsch. Ich muss neu geben, Alter. Ja, okay. Okay, da sind gerade uns welche vorbeigefahren. Komm, lass mal, mach hin, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hab grad nur geguckt, was ich für Waffen hab. Oder ob ich überhaupt Waffen habe. Das mach ich hin, Herr. Da mach mal, ganz ehrlich. Sag dir gleich meine Meinung ins Gesicht. Jetzt muss ich wieder die Garagen durchsuchen, oder was? Komm. Nee. Okay. Oh, das. Das ist eine kugelsichere Weste, die nehme ich gern mit. Nehme ich doch gerne mit. Aber wenn sowas schon angeboten wird hier, dann sollte man sich da Sorgen machen. Okay, dann bleibt da noch die Garage. Und die gibt mir eine Mega-Sequenz auf. Okay. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this, motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh, oh. Come on. Fuck. Fucking die. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would have just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Okay, man sieht schon mal, ich habe hier ein paar Waffen. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dass ich die jetzt schon habe, weil ich habe das Spiel ja schon mal durch. Habe das auch noch im Multiplayer gespielt. Weil da habe ich jetzt nicht gedacht, dass die Waffen da alle so ganz nebenbei mal mitgezeigt werden. Und dass man die alle schon von Anfang an haben kann. Okay. Drüben ist noch einer. Da oben ist er. Dem schießt ins Bein. Boom. So. Haben wir den auch erledigt? Laden wir schnell nach. Oh, ja. Okay. Da oben ist noch einer. Kriegt. Cool, dass wir die Kugel sicher Reste mitgenommen haben. Okay. Ja. Die kugelsichere Weste hat auf jeden Fall viel bewirkt. Wir leben dank der noch. Oh Mann. Drüber hier. Ah, schon die Ecke drum. Ja, los, Lama, beeil dich. Okay. Und jetzt hinterher. Okay. Da ist schon eine Ecke gekommen. Eine Ecke weit weg ist er jetzt schon, muss ich sagen. Ah, den holen wir uns. Haben wir jetzt. Auf dem Schirm. Jetzt haben wir ihn. Okay. Don't get careless, homie.
Oh, dieses Auto, das Handling von dem Auto ist so ein Traum. Oh! Nicht Luft geflogen. Okay. Hier müssen wir links rein. Ja, Schilder sind nicht massiv. Das sind die wirklich massiv. Die kann man einfach so nebenbei umfahren. Ampeln und Straßenlaternen auf jeden Fall auch. Oh. Hm. Ist das, ich schieß gleich auf den. Gleich schieß ich auf den. Das sind aber auch alle gegen mich hier. Ganz, was soll denn das? Fahr doch mal ordentlich, ganz ehrlich. Ja, was kommt denn hier am Ende noch? Welche Festhakle? Mann. Ja, okay. Da vorne ist ein Hubschrauber. Wenn man den da sieht. So am Himmel, ganz weit hinten. Ne? Wo will der hin? Sag mir den durch die ganze Map durch. So will ich das aber gar nicht. Okay. Fahren wir nicht um. Mach es mal so, wie es. Ach komm schon, Leute. Fahren wir hier noch ein bisschen rum. Geht mal da mal das kaputte Auto. Steigen aufs Motorrad auf und fahren. Ah, sehr weit. Verhältnismäßig weit. Ja, das schaffen wir. Es ist auf jeden Fall. Mal geprüft soll, ist das Radio überhaupt an? Nein, nicht billig, ich knapp. Ja, sollte man besser ausschalten, weil man sonst auf jeden Fall Probleme bekommen kann. Und das Video dann nicht. Ja. Mal keine Anzeigen schalten. Keine Werbeblöcke. Weil ja dann auch GEMA-Musik hier drin verwendet wurde. Ui, ui. Oh. Ja. Ich vergesse mal die Spezialfähigkeit einzusetzen, gebe ich mal zu. Weil hier hätte man wunderbar mal die Spezialfähigkeit nutzen können, um das zu bewältigen. Aber nee. Ich denke mir das so, ich mach das nicht, ich brauche das nicht, ich schaff das auch so. Okay. Hui. Hui. Ja. Ja, da habe ich mal wieder, habe ich zu spät drauf gedrückt. Diesmal habe ich es nicht verpasst, aber zu spät halt, okay. Fahren wir hier eine Abkürzung. Hier lang. Nach einem Kilometer. Ach komm, das schaffen wir noch. Jetzt immer so, Motorräder sind in GTA, also meiner Meinung nach, besser zu steuern als gefühlt zumindest. Wenn jetzt ein gutes Motorrad sich hier holt in GTA, dann ist es auf jeden Fall besser zu steuern als viele Autos. Aber das hier gehört zur Zeit auf jeden Fall nicht dazu. Später kann man es auf jeden Fall noch aufwerten. Aber jetzt sind wir an der Autowaschanlage. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga,
That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! So, nächste Mission geschafft. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ist das jetzt hier Benzin oder ist das noch Wasser? Okay. Es ist anscheinend Wasser. Okay. Aber da wir jetzt eine Mission schon geschafft haben, können wir ja, was können wir machen? Ja, wir könnten einfach mal zu einem Ammunitions gehen und mal gucken, was wir so an Waffen schon alles uns kaufen können. Ich sag mal so, ich habe ja jetzt schon einen Teil. Was sag ich, einen Teil? Ich habe jetzt ziemlich jede Waffe schon. Aber man kann erst im Laufe des Spiels sich dann weitere kaufen. Wie hier halt zu sehen ist, ich habe hier die Waffen, die durch DLCs hinzugefügt worden sind. Also ich habe keine richtige fürs Spiel irgendwie, also im Spiel erhältlich so. Einfach, das sind Waffen, die kamen über DLCs und so weiter, also über DLCs eher nicht, über ja, über Erweiterungen hinzu. Kaufe ich meine MP? Kann ich mich leisten. Lassen wir das mal. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge, zeige ich mal, was ich meine schon. Die Mission hier von Fremde und Freaks. Das sind sozusagen immer solche Nebenmissionen, wo man irgendwas machen muss. Und mal gucken, was wir dort machen müssen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play GTA 5. Tschüss.